Hey Leute und willkommen zu dem Tippspiel Sechserpack App von Sky. Ich habe letzte Woche ein Video rausgebracht zur Sechserpack App von Sky und einige fanden das ziemlich cool und die wollten, dass ein neues Video kommt, und ich fand es auch ziemlich cool und will natürlich auch, dass ein neues Video kommt. Wir können mal kurz in meine Liga reinschauen und sehen, dass 5 Leute quasi an dieser Liga teilnehmen. Also falls du mittippen möchtest, kannst du heute noch oder morgen, bis morgen 15:30 Uhr, also bis Samstag 15:30 Uhr, kannst du dich da noch anmelden. Einfach die Sky Sechserpack App runterladen und ganz entspannt, gepflegt mittippen. Das Ganze ist kostenlos und ihr könnt sogar noch 225.000 Euro diese Woche gewinnen. Unglaublich krass. Meine Ergebnisse letzte Woche waren aber nicht geil. Ich habe mich ja letzte Woche in dem Video ultra gelobt, also Eigenlob stinkt und so, aber da war ich schon echt gut dabei und dieses Mal war ich absolut nicht gut mit dabei. Letztes Mal hatte ich 3 richtige Ergebnisse und 3 falsche, soweit ich weiß. Hier habe ich insgesamt kein richtiges Ergebnis, sondern nur 3 Tendenzen richtig. Und dann die anderen 3 natürlich logischerweise falsch. Nur 6 Punkte, in meiner eigenen Liga bin ich damit auf Platz 3, das ist okay. Hier King Dave ist noch unter mir und Morkla, dann haben wir über mir der Pro und auf Platz 1 LB FXD, okay, auf jeden Fall ganz interessant. Falls ihr, wie gesagt, dann teilnehmen wollt, müsst ihr dann noch diesen Zugangscode hier mit eingeben, 2Q, und das ist eine 04MN, ja, ich schreibe euch das auch mal in die Videobeschreibung nochmal mit rein, und da könnt ihr auch eben hier dieser Mike Army beitreten, weil nächste Woche werde ich natürlich dann wieder die Ergebnisse hiervon zeigen. Um dann mal in die One Football Liga zu gucken, da war ich letztes Mal auf Platz 2 mit 15 Punkten. Dieses Mal bin ich mit 6 Punkten auf Platz 2281. Also, das war nicht so meine beste Runde. Ich habe auch nur 2 Spieltage dieses Mal getippt und habe den ganzen Februar nicht komplett durchgetippt. Aber beim nächsten Mal können wir dann auch auf Monat und Saison zu gucken und so, also das macht schon mega viel Spaß. Hier sehen wir nochmal die Tipps von letzter Woche. Ich habe 3-1 getippt, Bremen hat kein Tor gemacht. Hier, das war ganz verrückt, ich habe 3-0 getippt, 1-1 ist ausgegangen. Ey komm, ich dachte echt, dass Paderborn das macht, Hertha hat gewonnen, das war so ein Spiel, hätte so oder so ausgehen können. Dann hier war ich eigentlich ganz knapp dran, jeder hat noch ein Tor gemacht und es war auch ganz, ganz klar mit der Schlussphase. Ich dachte, dass ich das Spiel richtig tippe und hier, ja, schade, dass Düsseldorf hier nur ein Tor gemacht hat, ne? Hätte auch nicht sein müssen. Mit der Minute war ich ganz, ganz weit vorbei, also letztes Mal hatte ich 7. Minute getippt und dann kam das Tor irgendwie in der 13. Dieses Mal habe ich 18. getippt und es kam in der 7. What a prank, ja, ich fand das schon ein bisschen dreist. Nichtsdestotrotz haben wir eigentlich schon lang genug drüber rumgeredet, das Video soll relativ kurz sein und euch eigentlich nur dazu animieren, auch mitzutippen. Tippen und müssen zu gucken, was ich zu den Spielen zu sagen habe. Bayern, Paderborn und Fürth und so, die spielen ja alle am Freitag. Meine Favorite-Mannschaften leider hier nicht in den Tipps dabei, zwar die Liga kann man ja eh nicht tippen, ne? Ansonsten haben wir trotzdem ein paar coole Spiele und auch einige schwierige Spiele dabei zum Tippen. Zum Beispiel Gladbach-Hoffenheim, weil das ist so, ich habe die letzten 2 Spieltage auf Hoffenheim gesetzt und Hoffenheim hat es beide Male verkackt. Und jetzt setze ich auf Gladbach und jetzt kommt safe Hoffenheim und rockt hier Gladbach weg. Aber ich gehe auf Gladbach und sag mal 3-1, ja. Werder Bremen gegen Dortmund, ja, Pokal hier, Werder Bremen, Dortmund rausgekickt. Aber Dortmund ist natürlich auch krass. Ich würde jetzt nicht sagen, vor allem weil Werder Bremen das im Hintergrund hat, dass sie im Pokal sich rausgekickt haben. Also ich würde nicht sagen, dass Bremen gewinnt, auf keinen Fall. Aber ich würde auch nicht sagen, dass Dortmund sie abschlachten wird. Deswegen, es wird entweder ein knapper Sieg für Dortmund oder ein Unentschieden. Und ich gehe tatsächlich auf ein knappen Sieg oder ein Unentschieden, das weiß ich gar nicht jetzt. So, ich habe meinen Tipp mal kurz ein bisschen geändert. Ich gehe auf 3-1 für Dortmund. Also ich, ja, Bremen, wie gesagt, die werden schon Gas geben, vor allem gegen Dortmund so, aber die werden trotzdem, ich glaube doch eher, dass sie verlieren. Eigentlich wollte ich auf ein Unentschieden tippen, aber ich gehe doch auf ein 2 Tore Abstand 3-1. Upsi. Ja, dann ist so ein Scheißspiel wieder, ne? Das ist die nächsten 2, die kann man null, also man kann eigentlich alle echt schlecht einschätzen, die jetzt noch kommen. Weil Hertha an sich ist schon nicht gut. Und Köln ist eigentlich besser, würde ich sagen. Aber dann darfst du auch die Hertha nicht unterschätzen, wie gegen Paderborn oder so, dass sie dann plötzlich doch irgendwie wieder gewinnen. Ich sag, dass Köln hier gewinnt 2-0. 0-0 habe ich eigentlich noch nie getippt. Hier habe ich ein bisschen Angst, weil 0-0 kann auch passieren. Aber normal sind die Mannschaften auch immer für ein Tor gut. Und oh, Freiburg ist in letzter Zeit eigentlich gar nicht so gut. Düsseldorf ist eigentlich besser, aber Freiburg spielt zu Hause und
Ei, das ist echt schwierig. Ich gehe auf ein 2-1 für Freiburg. Schalke-Leipzig bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass Leipzig das gewinnen wird. Weil Schalke ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Also die haben zwar einen Tabellenplatz, ich weiß gar nicht, wo die stehen. Die sind auf jeden Fall nicht so schlecht. In die Saison allgemein nicht so schlecht. Aber Leipzig ist einfach deutlich besser. Haben jetzt auch Champions League gewonnen. Klar, haben sie auch Champions League jetzt gespielt. Was natürlich Ausdauer ein bisschen hier benachteiligt. Aber nichtsdestotrotz, Schalke hat die letzten beiden Spiele, glaube ich, nur ein Unentschieden. Ja, die letzten vier Spiele nur ein Unentschieden gespielt. Und die Gegner waren eigentlich gar nicht so stark. Und man hat auch gesehen, wenn Schalke mal gegen eine starke Mannschaft spielt, wie gegen Bayern oder so, dann kriegen sie auch mal auf die Fresse. Kann passieren. Und deswegen gehe ich auch hier auf ein 3-1. Da kommen wir wahrscheinlich zum beschissensten Spiel des ganzen Spieltags, weil Wolfsburg ist so eine Mannschaft, die kann ich null einschätzen. Ich denke immer, dass die so gar nicht so schlecht sind, aber auch gar nicht so gut. So Platz 9, Platz 10, ich weiß gar nicht, die stehen, glaube ich, auch auf so einem ähnlichen Platz. Aber Mainz ist halt auch so eine Mannschaft, die halt qualitativ eigentlich gar nicht schlecht ist. Die diese Saison einfach nur komisch schlechte Ergebnisse einfach hat. Die spielen ja gar nicht so kacke immer, aber ich kann's dir nicht sagen. Also, es können auch wieder 0-0 werden, es könnte ein 1-0 für Wolfsburg werden, also hoch wird keiner gewinnen. Weißt du, ich denke halt jetzt gerade so, dann ist halt so ein Spiel, ich weiß nicht, das war, glaube ich, gegen Hoffenheim, wo Mainz dann plötzlich einfach 5-0 oder so gewinnt. Und da denkst du dir so, sie haben die Qualität, sie könnten das gegen Wolfsburg auch machen. Aber Wolfsburg ist halt eigentlich, ich kann es nicht einschätzen. Leute, Wolfsburg hat auf jeden Fall in den letzten Spielen immer Tore geschossen, das weiß ich. Deswegen werden sie auch hier Tore schießen. Ich sag 2 Tore, ich sag 3 Tore. Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Ich sag 2-2. Ich weiß es nicht. Ich habe echt keinen Plan. Also jetzt muss man sich ein bisschen umschauen, wann denn wohl das erste Tor fällt. Ich sehe auch gerade hier Sonntagsspiel. Was ist das denn eigentlich? Ich gehe auf 13. Minute. Also so 12, 20 oder sowas. Wenn jetzt so 12, 10, 12, 20 oder so, dann zählt es ja zur 13. Minute mit. Ich denke, dass da schon ein Tor fällt. Also Köln wird sich schwer tun. Wenn ich meinen Tipp hier richtig habe, dass sie die Tore machen. Freiburg, Düsseldorf wird es auch lang dauern. Leipzig, Schalke wird auch jetzt nicht instant ein Tor kommen. Wolfsburg, Mainz auch. Ja, das können schon eher das frühere Tor sein. Gladbach könnte eher ein früheres Tor machen oder auch Hoffenheim. Also ich denke 12., also 12, 20, 50 oder was auch immer. Also 13. Minute kommt ganz gut hin. Und dann würde ich sagen, sende ich hiermit meine Tipps ab. Wie gesagt, kostenlos ist das Ganze. 225.000 Euro könnt ihr gewinnen. Meiner Tippliga könnt ihr gerne beitreten. Und dann kommen wir vielleicht auch nächste Woche im Video mit vor. Je nachdem, wie gut ihr getippt habt und wie viele meiner Tippliga mit beitreten. Ihr könnt das, wie gesagt, mit der 6er-Pack-App downloaden oder auf 6er-Pack-App hier Sky in den Browser einfach eingeben und euch da registrieren. Ansonsten bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Wünsche euch dann ganz viel Spaß bei den Spielen, wenn ihr mittippt und auch zuschaut dann natürlich. Ich bin gespannt. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.